Moin moin Leute, mein Name ist Refaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu dem letzten Video in der MMORPG von A bis Z Reihe. Heute geht es mit den Buchstaben S los und bis Z gehen wir durch. In diesem Video stelle ich euch ja die MMORPGs vor, die in 2017 entweder noch live sind oder live kommen werden, und unten in der Videobeschreibung werdet ihr den Links finden zu all den anderen Videos, in denen ich euch die ganzen MMORPGs von A an vorgestellt habe. Saga of Lucima. 2017 wird es voraussichtlich rauskommen. Publisher ist Stormhaven Studios, MMORPG und Buy-to-Play wird es sehr wahrscheinlich. Die Besonderheit von diesem Spiel ist, dass es ein reines Group-Content-PvP-MMORPG sein wird. Sandbox, und es wird so gut wie keinen Solo-Content gegeben. Das solltet ihr definitiv beachten, wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt. Science of Fate, oder auch Yulgan genannt, ist ein Free-to-Play-Fantasy-MMORPG, welches 2007 rausgekommen ist von dem Publisher MG USA. Es bietet einen PvP-Modus, 7 unterschiedliche Charakterklassen und auch einige Pets. Shaiya, ein Free-to-Play-Fantasy-MMORPG, welches 2007 rausgebracht worden ist und von Aeria Games gepublished wird. Unter den 12 verschiedenen Klassen gibt es auch noch 4 Rassen, verschiedene Schwierigkeitsmodi und auch Realm vs. Realm von bis zu 1500 gegen 1500 Spieler. Shards Online, ein kommendes MMORPG, Buy-to-Play im Fantasy-Setting, sehr wahrscheinlich in 2017 erscheinend, von Citadel Studios. Die Besonderheit an Shards Online ist, dass es ein Sandbox-RPG ist, wo ihr nicht nur eine Sandbox-Welt habt, sondern eine gemeinsame Sandbox-Welt mit anderen erschaffen könnt und selbst die Regeln und die Art der Spiele in diesen Welten selbst zusammenlegt. Shroud of Avatar, ein MMORPG in einem Fantasy-Setting, sehr wahrscheinlich in 2017 erscheinen, aktuell nur über ein Founders-Package spielbar, daher noch Buy-to-Play. Publisher wird Portalarium Inc. und die Besonderheit ist eine komplett interagierende Welt und einen klassenlosen Charaktersystem, bedeutet, ihr könnt machen, was ihr wollt und wie ihr wollt. Silk Road Online, ein Free-to-Play-MMORPG in einem Fantasy-Setting, 2006 rausgebracht von Joymax und mit PvE und PvP-Content. Skyforge, 2015 vom Publisher My.com rausgebracht, ein Free-to-Play-MMORPG mit instanzierten Gebieten, 13 unterschiedlichen Klassen und einem Action-Kampfsystem. Soulworker Online, ein kommendes Free-to-Play-Anime-MMORPG von Gameforge, sehr wahrscheinlich Mitte 2017 auch bei uns erscheinend. Auch hier ist es wieder ein instanziertes MMORPG mit 4 Klassen, die beim Launch dabei sein werden, sehr viel PvE und PvP. Sphere 3, ein Free-to-Play-Fantasy-MMORPG 2015 rausgebracht von Nikita Online, ganz starken Fokus auf das PvP mit einer No-Targeting-Kampfsteuerung. Star Trek Online. 2010 rausgekommen ist es ein mittlerweile Hybrid-MMORPG in einem Science-Fiction-Setting, welches aus Abo- und Buy-to-Play-MMORPG rausgekommen ist und mittlerweile Free-to-Play-Hybrid ist. Publisher Perfect World Entertainment, und es bietet einen ganz, ganz starken Fokus auf Raumschiffe, Story und eine etwas andere Spielart. Star Wars The Old Republic, ein Hybrid-MMORPG mit einem Science-Fiction-Setting, 2011 rausgebracht vom Publisher LucasArts, hat sich mittlerweile sehr, sehr stark auf PvE und Solo-Kampagnen konzentriert. Ihr könnt das Grundspiel zwar kostenlos spielen, aber viele der Inhalte müssen zusätzlich käuflich erworben werden. Supreme Destiny, ein Free-to-Play-Fantasy-MMORPG, welches 2007 rausgebracht worden ist. Publisher ist Vibrant Communications mit 2 verschiedenen Königreichen, 4 Basisklassen, PvE und PvP. Swordsman Online, ein Free-to-Play-MMORPG in einem Asia-Setting, 2014 rausgebracht von Perfect World Entertainment, bietet Kung-Fu, unterschiedlichen Klassen und eine sehr interessante Story. Terra Online, 2012 rausgebracht vom Publisher Gameforge mittlerweile, MMORPG Free-to-Play, einer der ersten großen MMORPGs mit einer Kampfsteuerung und den BAMs, Big-Ass-Monstern, die auch auf der Welt besiegt werden können. The Division, 2016 rausgebracht, ein Buy-to-Play-MMORPG mit einem etwas anderen Setting und eine etwas andere Art des MMORPGs, denn es ist mehr ein Shooter als MMORPG, nichtsdestotrotz ein MMORPG, was sich gerade durch die letzten DLCs sehr, sehr stark verbessert hat.
The Hammer's End, ein Free-to-Play-MMORPG in einem Fantasy-Setting, 2013 rausgebracht von Adventure World Studios mit den üblichen PvP- und PvE-Angebot. The Repopulation, ein noch Buy-to-Play-MMORPG mit einem Science-Fiction-Setting. Es wird hoffentlich 2017 rauskommen, denn Idea Fabric hat die IP aufgenommen und wird das groß angelegte Weltraum-MMORPG weiterentwickeln. The Secret World, ein Buy-to-Play-MMORPG von Funcom, 2012 rausgebracht, mit einer Besonderheit in der Charakter- und Klassenentwicklung wie auch das sehr interessante Horror-Setting. The Skies, ein Free-to-Play-MMORPG mit einem Science-Fiction- bzw. Wasteland-Setting, aktuell auch noch im Early Access auf Steam, Publisher ist EFORB und es bietet unter anderem nicht-lineare Dialoge und Quests, PvP wie auch Clan Wars. Tree of Savior, ein Free-to-Play-MMORPG in einem Fantasy-Setting, 2016 ist es bei uns rausgekommen, Publisher ist IMC Games und es bietet einfach dieses Oldschool-Setting von Super Nintendo-Rollenspielen. Trove, ein Free-to-Play-MMORPG mit einem Fantasy-Voxel-Setting, 2014 von Trion Worlds rausgebracht, mittlerweile auch auf den Konsolen erhältlich und ihr könnt es euch vorstellen als Minecraft in einem richtigen MMORPG. Twin Saga, ein Anime-MMORPG Free-to-Play, 2016 von Aeria Games rausgebracht, bietet an sich genau das, was die anderen Anime-MMORPGs auch anbieten. Valiant Online, ein Superhelden-MMORPG, sehr wahrscheinlich Free-to-Play wird es. Es ist aktuell im Alpha-Stadion und wird hoffentlich 2017 von Silverhelm Studios released. Ihr könnt es euch so vorstellen wie City of Heroes, was es ja mittlerweile leider nicht mehr gibt. Vindictus, ein Free-to-Play-Fantasy-MMORPG, 2010 von Nexon rausgebracht, bietet eine sehr interessante Story, Action-Combat und instanzierte Gebiete. Wakfu, ein Free-to-Play-MMORPG mit einem Anime-Fantasy-Setting, 2012 von Ankama Games rausgebracht und ist der direkte Nachfolger von Dofus. Daher bietet es die gleichen Grundprinzipien sowie auch das taktisch basierte Kampfsystem. War of the Immortals, ein Free-to-Play-Fantasy-MMORPG, 2011 rausgebracht von Perfect World Entertainment, bietet Crafting, PvE, PvP und Guildhousing. Weapons of Mythology, ein Free-to-Play-Fantasy-MMORPG, 2016 von IDC Games rausgebracht, sowohl auf PC wie Xbox und auch PlayStation mit einem sehr, sehr starken Fokus auf das PvP. Wildstar, ein mittlerweile Free-to-Play-Science-Fiction-MMORPG, 2014 von NCSoft rausgebracht, bietet unter anderem sehr, sehr interessante Klassen, einen sehr, sehr starken PvE-Ansatz und auch eine interessante Grafik. Wizard 101, ein Free-to-Play-Fantasy-MMORPG, 2008 von Kingsile Entertainment rausgebracht, ist das Pendant zu Pirate 101 nur eben mit Zauberern und eher an kleine Kinder gedacht. World of Kung Fu, ein Free-to-Play-MMORPG in einem, wer hätte es gedacht, Kung-Fu-Setting, 2015 re-released von Westgame Entertainment, war davor schon mal online, hat's aber nicht wirklich geschafft zu überleben. World of Warcraft, ein Buy-to-Play-Fantasy-MMORPG, 2004 rausgekommen, Publisher Blizzard Entertainment und, was soll ich großartig noch zu diesem Spiel sagen, ihr kennt es sowieso alle. Xeon Prelude, ein Free-to-Play-Science-Fiction-MMORPG, 2011 von Notorious Games rausgebracht, welches in einem postapokalyptischen Setting aufgebaut ist und sogar Terraforming anbietet. So Leute, das sind sie gewesen, alle MMORPGs von A bis Z, die in 2017 voraussichtlich rauskommen werden oder immer noch live sind seit Release. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, freue mich über einen Daumen nach oben, falls es so war und schaut euch auch gerne die letzten Videos rund um die MMORPGs von A bis Z an, ein anderes hochgeladenes Video und vergesst auch nicht, mich zu abonnieren, falls ihr auf MMORPGs steht. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao, ich bin da mal raus.